Ja, was ich jetzt gerade ehrlich sagen muss, was mir noch fehlt, ist eine... Karte für eine Autocomplete-Karte für das Level. Habe ich die irgendwo übersehen? Hier geht auf, ja. Die Nische ist leer, die Nische ist leer. Das kann hier abgeworfen werden. Sieht langsam recht schön aus, der Alten. Und ich frage mich echt, wenn ich das hier hinlege. Gucken wir mal kurz. Ob hier was aufgeht. Nein, aber hier ist ein Knopf. Oh, nö, nicht gut. Du bist eine Nervensäge. Heim wir mal mit Oh Shit. Und da ist die zweite Automap. Sehr gut. Ausdauer, Rüstung, Kast. Nicht so wirklich besonders. So, dann gucken wir mal. Da haben wir was übersehen. Da ist der Weg zu Ebene 3 und 4. Hier. Ja. Ebene 2 und 4. Da sind wir ja gerade. Und ja, das ist das hier, genau. Ich nehme mal an, so wie das aussieht, dass... Ja, hier die Geheimwand ist. Man sieht nämlich sozusagen den Fake-Knopf. So, das heißt, wir gehen noch mal hier hin. Gucken, was hier... Ob wir da rein können irgendwie. Ah, da müssen wir am besten hier rum. Und ja, dann auf dem Rückweg die Schriftrolle wieder aufsammeln. Ha, hier gibt's auch einen Knopf von der anderen Seite. Okay. Weil ich glaube, das wollen die Entwickler mehr oder weniger damit andeuten, dass das hier von der anderen Seite geöffnet werden kann. Oder auf diese Art und Weise. Nochmal ein Hasstrank. Nein, kritischer Treffertrank. Okay. Wisst ihr was? Die können wir zur Not auch mal hier und hier reinziehen. So, das heißt, wir gehen hier oben lang. Zu uns. An unserem. Gerümpellager vorbei. Jetzt bin ich gerade am überlegen, soll ich Ausdauer und Rüstung, aber dafür halt weniger
Ja, würde ich sagen. Ausdauer, Rüstung und Hass ist gut. Trefferchance, Bonus und so. Kann dann weg. So, Schriftrolle wieder aufnehmen. Das heißt, hier ist nichts für die Schriftrolle gewesen. Ja, vielleicht auch viel zu übertrieben, wenn die... auf jeder Ebene. Scheinbar haben wir das vierte Level erreicht, vom Gefängnis auszählend. Ich bin mir nicht sicher, was uns hier erwartet. Möglicherweise mehr Gänge und noch mehr in der Dunkelheit lauernde Kreaturen. Lass es uns herausfinden. Okay, da macht irgendwas neue Geräusche. Klang wie eine Art Frosch. Ah, Spinnen. Der Raum hier, das hier sieht jetzt gleich schon mal verdächtig aus. Hi. Spinnen. Spinnen sind nervig. Aber es sind nur junge Spinnen. Und Serikal hat eine Stufe erreicht. Sehr gut. Ich meine Heilerin angreifen. Sterben wäre nicht schlecht. So, kriegt er dann auch gleich was Neues? Nein, er braucht 5 Punkte. Schade. Vom Feuerball... Die kritische Treffer vom Feuerball verbrennen das tiefe 20% des Initialschadens über 4 bis 5 Sekunden. Er erhöht den Schaden von Höllenfeuer um 5%. Was ist Höllenfeuer? Das ist nämlich Versengen. Fokus, Eisexplosion. Ist das vielleicht beim einem der anderen beiden dabei? Nein, hier nicht. Ach, da wäre Höllenfeuer. Schädigt alle Feinde für 38 GP. Mhm. Senkt die Mana-Kosten vom Versengen um 5%. Nö. Nehmen wir mal das hier, weil das klingt besser. Kettenrauchen verringert die Mana-Kosten aller Zauber um 5% und ihre Bedrohung um 12%. Das ist nicht schlecht. Erhöht den kritischen Schaden aller Frostzauber um 25% und senkt ihre Mana-Kosten. Mhm. Volle Verbrennung erhöht den Schaden aller deiner Feuerzauber. Das auf jeden Fall. des ankommenden Schadens für 15 Sekunden absorbiert. Hm? Eisexplosion und Fokus. Stellt 25% des gesamten Manas wieder her. Das ist nicht schlecht. Was kauterisieren? Angriffe, die dich auf 0 GP bringen, stellen 40% deiner gesamten GP wieder her. Aber der Effekt verbrennt dich für 30% deiner gesamten HP über 6 Sekunden. Was? GP? Ernsthaft, was sind HP jetzt? Bei GP sollten Gesundheitspunkte sein. Oder ist da ein Tippfehler drin? Naja, gut. Das hier ist jetzt gerade straightforward. Du gehst mir auf die Nerven, du blödes Teil. Vor allem, du machst so viel Damage.
Sicher ist sicher. Oh, ich werde von hinten auch noch bespuckt. Das ist noch weniger schön. Au. Das könnte ins, jetzt auch ins Auge gehen. Quick Save. Das. War nicht schön. Ich muss ihn näher ranlocken, definitiv. Ich muss ihn um die Ecke locken. Irgendwie bin ich froh, wenn wir denen nicht mehr begegnen. Und es wird irgendwann kommen, hoffe ich mal. Sonst wäre es lahm. So, da bist du. Du machst aber auch Damage, ey. Bitte Heilteil auf ab. Ja, danke. Oh Mann, kriegt das Vieh bitte tot. Oh. Oh. Nee, den lasse ich gerade da liegen, wo er ist. Da ich keine Lust habe, das hier nochmal zu bekämpfen. Oh, ein Einbruch. Genau, bespuck mich, du Scheißviech. Oh, töte meinen Krieger. Das ist weniger schön. Okay, ich gebe mal Brot aus. Dass wir hochheilen. Okay, was haben wir hier liegen? Aufmerksamkeit, kritische Chance für unsere Heilerin. Ein Boost. Ja. Heiltrank. Mana-Trank. Kampfmesser der Kluft. Hm, nehmen wir mal mit. Können wir vielleicht für irgendwas gebrauchen. Da sehe ich eine Geheimwand. Na, die wird mir auch natürlich nicht angezeigt, weil...
Nö, die Kohlepfanne ist nichts. Und die? Ist auch nichts. Okay, das war... nur so eine Idee. Ganz ehrlich, das hier sieht schon ein bisschen verdächtig aus. Also ja, die Wand ist auf jeden Fall eine Geheimwand. Allerdings erkenne ich keine Knöpfe zum Drücken hier in dem Raum. Hier ist eine Lampe. Und hier ist auch nicht direkt was. Und das können wir leider nicht kaputt hauen. Und ich glaube, hier wäre es zu weit weg, als dass die Entwickler es platziert hätten. Okay. Chaosbetrachter. Hm? Okay, ihr seid vier Stück. Damit kann ich arbeiten. Ihr seid allerdings genauso beschissene Biester wie euer großer Papa. Nur, dass ihr schneller tot geht. Und euer Damage sich in Grenzen hält. Ach ja, und euer Mana schneller leer geht. Tür? Die nicht aufgeht. Schade. Da war diesmal auf jeden Fall was. Die kritische Trefferfiole und eine Hastfiole. Und sonst ist hier nichts drin. Gut. Ah. Das ist auch schon mal wieder sehr interessant. Also, dass wir hier jetzt in einer Sackgasse sind. Ein Schwarzbrot und Wein. Und ja, ich weiß aus den Steam-Achievements, es gibt uns falsche Wände. Die man wahrscheinlich durch Klopfen ebenso gut herausfinden kann. Anstatt durch dagegen laufen. Naja, es gibt jetzt keinen Weg mehr außer diesem. Ach, da ist ein Knopf. Direkt an der Tür. Oh. Muss die schnell loswerden. Bei Verdienten kommen die anderen. Genau. Und die sind nicht freundlich.
Das ist ein Umhang. Den wir eigentlich liegen lassen können. Hier ist nichts. Okay.